Hellas und willkommen zurück im PBM 172. Ich bin der griechische Captain und wir befinden uns im Triple Feature in Runde 167. Und ja, wir haben jetzt gerade die Biologie entdeckt, erforscht und damit deckt sich jetzt das Öl auf. Und wir können auch Bordtürme errichten und wir kriegen einen zusätzlichen Handelsweg. Das ist auch gar nicht schlecht. Was erforschen wir als nächstes? Wir gehen gleich weiter auf Kühltechnologie, denn damit kann ich dann eine Bohrinsel errichten, kriege höhere, bessere Reichweiten bei Seehandelswegen. Dann bringen die halt nochmal ein bisschen mehr Geld. Und Hotels kann ich dann auch machen, die mir bei meiner Tourismusproduktion behilflich sind. So, also Kühltechnik. Gut, ja, wo haben wir denn jetzt alles Öl? Wir haben einmal Öl hier bei Knossos und da sieht man auch schon gleich hier, da wollen wir natürlich auch eine Bohrplattform, Bohrinsel hinbringen. Dann haben wir Öl hier in der Nähe von Athen, ja, etwas weiter im Norden. Ja, aber immerhin noch in der Nähe von Athen, 7 Stück. Und wir haben Öl hier direkt bei Korinth, wo wir dann auch demnächst noch diesen Bautrupp hinschicken werden, der dann hier die Ölquelle anschließt. Ja, unser goldenes Zeitalter ist vorbei. Dementsprechend brauchen jetzt die Sachen alle wieder ein bisschen länger. Ja, und ich bin natürlich in der Demografie auch abgerutscht und zwar ein ganz gutes Stückchen hier von 300 irgendwas auf 276 und ich weiß, dass er nicht in einem goldenen Zeitalter ist. Das sieht man nämlich auch hier an dem Gold hier vor allen Dingen. Nur 2 Gold da. Also er hat kein goldenes Zeitalter und dementsprechend liege ich bei der Produktion jetzt hinter ihm. Danach kommt zwar nicht mehr viel, aber es ist natürlich schon ärgerlich, dass ich in der Produktion hinter ihm liege. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich ein paar mehr Nahrungsfrachter habe und er das in andere Dinge gesteckt hat, zum Beispiel Produktionsfrachter. Und wenn man mal hier reinguckt, wenn man mal hier reinguckt, sieht man, er hat minus 19 Gold. Das will ich auf keinen Fall haben. Ich will weiterhin plus Gold haben, damit ich nämlich weiter auch Geld für Einheiten-Upgrades und so weiter habe und nicht alles bauen muss. Geld zu haben ist ja gerade in den späteren Runden auch sehr wichtig. Gut. Ja, Beförderungen, befördern wir den mal gerade mal mit Schock. Und was sehen wir hier noch? Da möchte einer, dass ich Tribut verlange von Vancouver, das lassen wir mal. Und Q-Aladin hat einen Handel akzeptiert. Das war, glaube ich, der Handel, wo ich ihm Färbemittel gebe und er mir irgendwas anderes gibt. Kriegen wir jetzt immerhin 12 Zufriedenheit. Okay, ein bisschen die Einheiten bewegen hier. Der bleibt hier, der soll hier ein bisschen den Sumpf trockenlegen. Der hat die Kohle angeschlossen. Gut, damit habe ich auch nun noch mehr Kohle. 16 Kohle insgesamt. Durch die ganzen Stadtstaaten kriege ich unheimlich viel Kohle. So, und hier unten, ja, da wird weiter der Handelsposten gebaut. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Ja, hier oben wird die Straße gebaut. So. Irgendwas Besonderes. Hier oben wird Dschungel entfernen und... Na, wie sieht's hier aus? Und noch einen Handelsposten errichten. Ja gut, dann fangen wir mal mit den Barbaren an. Erstmal mit den Barbaren anfangen. Wo sind denn die Barbaren? Hier an unserer Ostküste. So, machen wir mal. Der kann den hier wegschießen. Dann kann der hier den da wegschießen. Jawohl. Was haben wir hier Schönes? Hier haben wir einmal den, der kann... kann den nicht wegschießen, schade. Ich meine, ich habe ihn aber weggeschossen. Vielleicht habe ich es auch gemacht, dass der hier den beschießt. Der hier kann ebenfalls schießen. Kriegen wir sogar noch ein bisschen was von Schahoika. Jawohl. Und eine Sache, die nicht so schön ist, ist hier oben da. Man sieht es hier. Er hat mit seinem berittenen Bogenschützen das Lager weggeräumt. Damit, hat er mir keinen Gefallen getan. Das war nämlich ein schönes Barblager, was man dort einfach mal nehmen kann. So, was machen wir mit der Einheit? Die setzen wir mal hier unten hin. Können wir hier unten ein bisschen überwachen, die Küste. So, und der kann da rüber.
So, haben wir noch Barbaren irgendwo? Da haben wir noch Barbaren. Hier haben wir ein paar Einheiten, da haben wir ein paar Einheiten. Der hier. Eigentlich müsste ich doch mit dem dann... Gut, also mit dem schießen wir mal weiter hier drauf. Dem ziehen wir mal da weg. So. Gut, und dann können wir demnächst ja mit dem weitermachen. Wenn der hier seine Logistik hat, dann kann der dort weiterschießen. Gut, der hier schießt hier weiter. Und der greift mal den hier an. Zack, mal immerhin ganz gut runtergekloppt. Kriegen wir immerhin noch ein paar Punkte hier und ab zurück in die Stadt. Dann kann er nämlich nicht angegriffen werden. Und er kann sich in Lhasa ausruhen, das ist gut. Kostet weniger Geld, ist da unterhaltsfrei, steht da drin, gibt Kultur, gibt Zufriedenheit, alles gut mit Lhasa. Also machen wir dann hier bei Indien. Das wird jetzt schwierig werden, man sieht es hier ganz genau, wie schwierig das werden wird. Ja, einmal hier plündern und dann kann ich den hier rüberziehen. So. Dann ziehen wir den hier hoch. Da ist ja nur der Elefant. Den Elefanten, den er angeschlagen hat, werden wir jetzt, indem wir den noch nach vorne ziehen, mal vernichten. Zack, ups, da sehen wir, da ist eine ganze Menge. Aber der Elefant ist wichtig, dass der weg ist. Joa, 1, 2, 3, 3 Einheiten könnten mich angreifen. Ja, das wird übel. Was machen wir dann mit dem hier? Den ziehen wir jetzt mal hier drauf. Den hier runter. Und... Ziehen wir ihn so? Lassen wir ihn so stehen? Ja, ich glaube, wir lassen ihn so stehen. Und den können wir einmal hier rüberziehen. Ach nee, den lassen wir dort nochmal verschanzt. Gut, ich glaube, das war's soweit. Die restlichen Details hier mit was, wo, wie gebaut wird, lassen wir nochmal stehen. Ändert sich sowieso jetzt nichts. Und ja, wir gehen weiter in die nächste Runde. So, und in Runde 168, ja, was fällt uns als allererstes auf? Ja, klar, wir dürfen jetzt wieder wählen. Im Weltkongress darf gewählt werden und ich habe natürlich sensationelle 17 Stimmen. 17 Stück, das muss man sich mal vorstellen. Und das reicht, um gegen alle zu stimmen. Also egal, auch wenn der Hunne was falsch stimmen sollte, sollte es passen. Erstmal 2, 4, 6, 10. 10 Stück, wenn sie, wenn sie die Weltreligion aufheben würden. Nein, aufheben nicht, sondern dagegen, gegen die Aufhebung. So, 10 Stimmen reichen. Und 7 Stimmen kommen jetzt nochmal hier ins Luxusgut verbieten, aufheben. Und damit kriege ich dann den Wein nächste Runde wieder. Also, egal was die anderen stimmen. Das, was ich jetzt hier einstelle, das wird gemacht. Abgeordnete einsetzen, fertig. Ja, ein bisschen Spaß. Was haben wir noch hier? Stadtstaat. Oh, ein Stadtstaat möchte Öl haben. Das ist sehr gut. Dann kann ich da mich auch nochmal ausbreiten. Krabben kriege ich jetzt von Mogadischu. Okay. Und weil ich einen Musiker erstellt habe, ist Samarkand auch zufrieden mit mir. Samarkand hat jetzt 392. Wo liegt denn Samarkand nochmal? Hier im Süden. Das werde ich nie wieder loswerden. Und die haben sogar Öl, das heißt, die werden das Öl wahrscheinlich sogar noch alleine anschließen. Okay. Es wurde eine große Persönlichkeit geboren. Ja, ein Musiker wurde geboren. Man sieht es hier. Ulvi Kemal Erkin, Grieche. Und, ja. So eine Tourismusreise wäre zwar ganz nett, aber wenn man mal sieht, hier, wie viel Tourismus ich habe, 15, die ist ziemlich schwach. Also werde ich jetzt nur große Werke machen. Kriege ich immerhin noch mal plus 2 dazu. Erste Symphonie.
Und wir haben 17 Tourismus. Ja. Ja, wie schön. Ich bräuchte hier eigentlich das Räucherwerk, aber das kann ich wohl vergessen. Was ist noch hier an Ereignissen? Ja, eine Beförderung. Eine Beförderung, die man hier hat. Ja, eine Beförderung. So. Genau. Wir machen hier eine Sofortheilung. Und schlagen gleich mal zu, dass hier dieser... diese Einheit hier angegriffen wird. 2, 3, 4, passt. Aber nee, Moment, bevor wir zuschlagen, jetzt erstmal die Bautrupps und die Barbaren. Die wollen wir ja zuerst machen. Hier haben wir auch noch den Dschungel entfernen. Und der möge dahin gehen. Der möge hier... Na, komm. Der möge hier bitte... Bauernhof machen, eine Karawane, die hier noch Geld bringt. Die wir aber, glaube ich, nach Delphi bringen wollen, ne? Und zwar zusätzlichen Produktionswert nach Delphi. Denn produktionsmäßig bin ich schlechter dran. Geldmäßig brauche ich nicht, will ich auch den anderen nicht unbedingt so haben. Also Delphi. So, zack. Und das, was er da an Produktion kriegt, gleichen wir aus, indem wir es jetzt wieder in Wachstum stecken können. Dann wächst die Stadt nämlich noch ein bisschen schneller. Genau, und die Zusatzproduktion kriege ich später wieder. Ja, die Straße hier ist auch bald fertig. Und damit sind wir eigentlich schon recht weit jetzt hier. So, fangen wir an mit den Barbaren jetzt. Nächste Runde. Ach ja, wie schön. Hier gibt es ein... einmal das, gut. Eine Gatling. Was haben wir hier oben? Man sieht es hier oben. Ja, hier hat es geklappt, das letzte Mal das zu erobern. Weshalb wir jetzt hier den wegmachen. Und... den erobern. Na gut, nur zerstören, nicht erobern. Schade. Ah, gibt immerhin ein bisschen was. Den können wir hier oben hinsetzen. Dann kann er nämlich demnächst mit auf das Lager, schießen. Und last but not least, hier oben gibt es auch noch was. So, Feuer frei. Und so. Ja, jetzt sorgen wir noch dafür, dass auf die Städte hier geschossen wird. 1, 2. Und hier entsprechend, da passiert ja sowieso nichts. So, jetzt ziehen wir den hier noch nach. So. Ja, lassen wir mal. Okay, gut, machen wir wieder den Kampf bei Indien. Ja, eigentlich nichts wirklich Schwieriges jetzt hier. Wir schießen mit dem auf den. Wir schlagen damit zu und verziehen uns mit dem Rest. 33 hat er noch. Den hier ziehen wir ab. Dafür ziehen wir den hier rüber. Ah ja, und ich hatte den General dastehen gehabt. Ziehen den jetzt so. Ziehen den General darüber und den packen wir jetzt dahin. Dann ist er nämlich auch gleich bereit, falls der hier nachlegen muss. So, und mit dem Armbrustschützen sorgen wir jetzt dafür, dass hier dieser... diese Einheit hier mal eben, dieser Tribok, fast down ist. 1, 2 ist meine gute Reichweiten und Doppelschuss Armbrust ist gar nicht mal so schlecht hier, ne? Logistik und Reichweite, das ist wirklich gut. So, und jetzt können wir den noch hier rüberziehen, damit der hier nächste Runde auch noch ein bisschen was an Heilung bekommt.
Ne? Wenn das und das, beziehungsweise von dort wahrscheinlich nach da ziehen. Ja, das sieht doch eigentlich nicht schlecht aus hier. Irgendwas Besonderes. Eigentlich ist nichts Besonderes gewesen. Wir kriegen unseren Eiffelturm nächste Runde, weil noch niemand Funkwesen hat und wahrscheinlich auch niemand Funkwesen noch kriegen kann. Gucken ein bisschen auf die... Ah ne, das machen wir später. Jetzt gehen wir erstmal in die Runde 169. Gut, und ja, die Vorschläge, wir sehen hier das Weltkongress. Luxusgut aufheben. Ich habe dafür gestimmt, dass Wein aufgehoben wird. Hunnenreich hat dafür gestimmt. Und sogar China. Also Absprache bei den anderen, bei den Stimmen ist nicht vorhanden. Dementsprechend haben sie offensichtlich wirklich aufgegeben. China hat sich schon wieder ist schon wieder bei den Absprachen ausgeschert. Gut, orthodoxe Ostkirche, nein, habe ich gestimmt mit 10 Stimmen und Azteken und Indien haben für Ja gestimmt, also auch nicht aufgehoben. Damit ist alles soweit erfüllt, wie ich es ganz gerne hätte. Orthodoxe Ostkirche bleibt Weltreligion plus, dass ich den Wein wieder handeln darf. So, ein unbekannter Spieler hat Geheimnisse aus Athen gestohlen. Und wenn ich mir mal die Punkte angucke und jetzt auch mal genau wer was hat, kann ich jetzt auch mal genau sagen, dass das der Azteke gewesen ist. Im Durchklicken letzte Runde habe ich nämlich gehört, dass er Chemie erforscht hat. Und dann hat er sich Elektrizität gestohlen. Er ist jetzt am niedrigsten mit 2201. Und ja, Biologie habe ich immer noch als einziger 2450. Bisher Biologie und Funkwesen bin ich dem Hunnen voraus. Und dem Azteken, ja, den achte ich gar nicht mehr so drauf. Der Azteke, dem fehlt auch noch Dünger. Also Dünger fehlt dem auch noch und Aztek hat noch das und das. Mal schauen, wann er Archäologie hat. Archäologie hat aber dafür der Hunne. Denn er sieht jetzt die auch, das habe ich auf einem Screenshot bei ihm gesehen und dementsprechend wird er wahrscheinlich auch bald Altertumsstätten errichten. Na gut. Alles Weitere ist nicht von Belang. Diese ganzen Sachen, das hat noch niemand. Bin mal gespannt. Wenn ich Kühltechnik habe, habe ich keinen anderen Forschungsweg mehr als Metallverarbeitung. Und dann muss ich sehen, dass ich hier irgendwie so hochkomme in Richtung Plastik. Eigentlich müsste ich sehen, dass ich hier hochkomme in Richtung Plastik. Wo sind denn eigentlich die Flughäfen? Hier, nationales Besucherzentrum. Benötigt Hotels in allen Städten. Je mehr Städte ein Reich hat, desto höher sind die Kosten. 100% Kultur für Weltwunder. Natur, Stadt, Terrorismus, Produktion von großen Werken plus 100%. Nationales Besucherzentrum. Wo sind denn die Flughäfen jetzt? Wo sind die Flughäfen? Flughäfen. Hier. Tourismusproduktion, da sind die Flughäfen. Das heißt, ich muss dahin. Nochmal dort. Kostet 5 Gold. Ach du Scheiße. Hotels kosten gar nichts. Flughäfen kosten aber 5 Gold. Okay. Aber die sind wenigstens auch gut logistisch, ne? Na, muss ich mal gucken. Funktioniert aber prima, weil wenn ich dann jetzt Kühltechnik habe, danach Richtung Plastik gehen, damit ich die Forschungslaboratorien kriege. Danach Richtung Radar gehen und Radar weiter in Richtung Satellitentechnologie. Ja, wunderbar. Dann kann ich ja nur hoffen, dass das so funktioniert. Okay, was machen wir jetzt hier? Athen schieben wir jetzt einen Frachter noch schnell zwischen. So, den kann ich mal eben in einer Runde produzieren. Ja. China und Freundschaftsabkommen. Okay, Färbemittel kriege ich jetzt wieder zurück. Ist angeschlossen worden wieder. Und ich darf jetzt für einen zweiten Gipfel in Athen darf ich nämlich jetzt was auswählen. Aha, ich darf sogar den zweiten Gipfel in Athen umbenennen. Interessant.
Mal überlegen. Klicken zum Vorschlagen. Was wollen wir denn jetzt? Stadtstaat-Embargo, nein. Embargo, nein. Luxusgut verbieten, nein. Will ich auch nicht. Wobei, das könnte man sicherlich mal überlegen, dass der andere das macht, aber ne. Internationale Spiele, Weltausstellung. Weltausstellung gibt eine freie Sozialpolitik. Mhm. 100% Kultur finde ich nicht so toll. Internationale Spiele gibt Zufriedenheit und Erhöhung von Stadtstaaten und nochmal Zufriedenheit und Tourismusproduktion. Das ist gut. Kulturbestätten, jedes Weltwunder gibt 3 Kultur. Mhm. Damit würde man allerdings indirekt auch mit den Hotels die Tourismusproduktion ankurbeln, weil dann jedes Weltwunder, was 1 Kultur gibt, plus 3, 4 bringt, also nochmal plus 2. Okay, jede Menge Weltwunder würden dann halt auch jede Menge Tourismus bedeuten. Kulturbestätten, Naturbestätten, Weltideologie, naja, Kunstfinanzierung, Wissenschaft, historische Wahrzeichen bringen 4 Kultur, wenn sie bewirtschaftet werden. Verfügbar, sobald eine... okay, gut. Naja, nehmen wir internationale Spiele, damit ich hier jetzt auch die plus 100% Tourismus habe. Denn ich denke, das ist ganz wichtig, wenn das jetzt schon kommt. Okay, weiter geht's im Text hier. So. Wir müssen hier noch einen Krieg führen. So. Erstmal führen wir hier einen Krieg gegen... Barbaren. Und den können wir mal upgraden. Kann er nämlich sich demnächst besser wehren hier. So. Ein Krieg gegen die Barbaren. So, und der baut hier eine Straße. Na, und du baust hier einen Bohrturm. 4 Runden. Jawohl. Ja, hier wird eine Alumine gebaut. Und wir wechseln hier auf ein Arbeitsboot. Jawohl. Machen wir mit dem einmal so hier rüber. Und jetzt den können wir bis da hinten hinschieben. Jawohl. So, hier haben wir auch noch einmal Barbaren. Gucken wir doch mal. Können wir den von hier aus beschießen? Jawohl. Ah, reicht nicht ganz. Wird der mit dem auch noch beschossen? Klappt doch. Können wir hier in Sicherheit bringen? Was machen wir jetzt hier? Er hat meinen Musketier angegriffen. Na, dann wollen wir den doch mal zum Plündern zwingen. Zack. Verschanzen ihn weiter. Na, komm, verschanzen ihn weiter. Und sorgen jetzt mal dafür, dass hier unser Musketier hier selber bezahlt. 22, 17, 61. Ich glaube, das war besser gewesen beim letzten Mal. Und dieser darf auch bezahlen. Und 42 nur noch, sehr gut. Der wird sicherlich sich verziehen. Wird er dort verändern durch eine andere Einheit. Weil er sonst den nicht mehr hat. So, und jetzt hier Logistik. Und gerade eben beim letzten Mal hatte ich noch gesagt, ich müsste da wen anderes nehmen. Und eigentlich habe ich damit sogar recht gehabt. Aber ich habe es halt versaubeutelt. Habe nicht mehr dran gedacht, als ich den Zug gemacht habe. Ich habe nämlich hier nur gezogen. Und habe die Einheit dann weggezogen. So, um ihm zu sagen, hier, ey, du bist vielleicht gar nicht, da ist vielleicht gar niemand mehr da. Also hier bei Indien muss ich auch noch ein bisschen was machen, genau. Der andere wird jetzt hier auch noch fertig machen. Der braucht auch nicht mehr lange. Ich denke, meine nächste Runde werde ich dann mit dem da hochziehen. 1, 2, 3, 4, 5 und weiter beschießen, damit der hier auch noch seine 30 Punkte kriegen kann. Ja, das sind immerhin 10 Runden, bis der Logistik hat, damit ich hier 1, 2, 3, 4, 4 Logistikschiffe habe. Und dieses hier will ja nicht, ne? Warum steht er immer noch da? Weil ich mit dem hier immer gucke, ob hier ein Bautrupp das Eisen wieder anschließen will. Aber offensichtlich will das niemand. Dann bleiben wir hier am Rand stehen. Okay.
So, die Details der Belegung hier meiner Städte lassen wir mal wieder weg. Bratislava mache ich aber jetzt noch, weil hier Bratislava dieses Quest hat. Goldgeschenke. Und jetzt gucken wir mal, wir geben ihnen erstmal 250 Gold. Das reicht zumindest schon mal, um Freund zu werden. 50. Ich habe aber noch ein bisschen Gold über. Und es ist ja mit dem Einfluss gleich. Also nochmal 250. Und damit bin ich jetzt bei 70. Da das kulturmäßig, da es mir gehört, fällt das auch nicht mehr runter. Und ich bin jetzt wieder führender mit 1106. Und mit der Kultur, die ich hier kriege, werden die Politiken schneller zu mir gehören. Und natürlich auch noch hier diese Kultur dazukommt. 189. Das muss man erstmal kriegen. Na gut, so, 189 ist doch schon mal nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht, würde ich sagen. Kann ich nämlich hier bald in 6 Runden die Souveränität einführen, kriege Gold von Wissenschaftsgebäuden. Das bringt nochmal einen guten Schub. Und dann kann ich überlegen, was mache ich danach. Irgendwann ganz gezielt die wissenschaftliche Revolution nehmen, um diesen, um diese Technologie zu bekommen. Und hier vielleicht noch 50% Wissenschaftsertrag aus Forschungsabkommen zu kriegen. So, da habe ich ja auch noch ein Forschungsabkommen laufen. Mal gucken, wann das ausläuft. In 6 Runden laufen offene Grenzen aus. 185, 187 läuft es aus. In 16 Runden. Okay, das schaffe ich nicht bis dahin. 16 Runden ist doch ambitioniert für die... für die eine Sache da. Okay, gut. Der Rest bleibt so gleich. Sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und wir gucken nur noch mal schnell auf die Demografie. Ja, man sieht's. Ich liege deutlich hinter ihm in der Produktion. Immerhin fast 30. Das sind 10% Produktion weniger. Ja, bei allen anderen Sachen liege ich vorn. Nahrungsmittel liege ich vorn. Ich habe sämtliche Stadtstaaten... Kulturübersicht. Jetzt sehen wir nämlich mal, was die, was der Eiffelturm bringt. Ja, 541, 199, 141, 61, 35, 35. Also da bringt es eine ganze Menge, muss man nicht sagen. Alle anderen haben nichts unbekannt. Schlecht. Indien, 0. Hunnenreich, 0. China, 0. Alle haben sie da 0. Also, da habe ich doch gute Chancen. Siegchancen, gucken wir, Siegfortschritt. Zum einen, Herrschaftssieg wäre immer noch möglich, nach Runde 250. Dazu müsste ich aber nochmal ordentlich in Krieg investieren. Zum anderen wäre der Wissenschaftssieg möglich. Zum anderen wäre aber auch der Abgeordnete benötigt für Weltherrscher, Abgeordnete unter eurer Kontrolle 18. Ah ja, für den Weltherrscher brauche ich 38 Stimmen. 18 habe ich. Da fehlen mir also noch ein paar Stimmen für den Weltherrscher. Ja, das wäre möglich. Und Kultur wäre noch möglich. Also, doch alle Spielchen offen. Und wenn wir uns die Demografie so angucken. Ja, es ist auch noch sehr viel offen für den Hunnen. Er tut zwar immer so, als ob er nicht mehr dran glaubt, aber ich sag mal so, das ist nur gespielt. Es ist noch eine ganze Menge offen. Das wär's dann. Und dann sehen wir uns wieder bei den nächsten Runden mit den Griechen. Wenn ich wieder weiterspiele hier. Hellas!